Willkommen bei einer neuen Ausgabe Whisky-Geschenke. Heute zeige ich euch mal ein bisschen Zubehör, was man vielleicht noch kaufen und verschenken kann, was meiner Meinung nach auch Sinn macht. Ich würde nicht alles mitnehmen wollen, aber so ein paar Sachen finde ich immer ganz cool und da zeige ich jetzt mal ein paar Sachen. Und zwar fangen wir einfach mal an mit den richtigen Gläsern. Es gibt ja viele Leute, die trinken ihren Whisky einfach aus einem Tumbler. Ne? Das sind diese großen, runden Dinger, wo man halt auch Eis reinpacken kann. Aber wenn ihr jemandem was Besonderes schenken wollt, dann könnt ihr ihm zum Beispiel auch diese Gläser hier schenken. Das sind sogenannte Glenkerngläser. Wer das noch nicht kennt, ne, könnt ihr mal gucken. Gibt es ganz viele Shops. Ich beziehe meine Glenkerngläser immer bei einem Shop nur. Und das ist der Shop von Whisky Buzz von der Holly. Die hat nämlich den besten Preis dafür, habe ich zumindest so gehört. Und deswegen organisiere ich mir da immer die Gläser. Die hat nämlich nicht nur die Gläser, wenn man nämlich was Besonderes haben möchte und nicht nur hier so ein Glenkernglas, die liegen preislich immer so zwischen 5 und 7 Euro, würde ich jetzt mal so sagen. Kann man aber bei der Holly zum Beispiel noch das Glas individuell gestalten lassen, das finde ich nämlich sehr cool. Und zwar habe ich hier zum Beispiel ein grünes Glas und da hat die für mich drauf gedruckt, kann man sehen, genau hier, Gurkenwasser, ich muss das hier hinhalten, sonst sieht man das nicht. Gurkenwasser und hinten drauf ist noch so eine Gurke drauf, ne? Also individuell gestalten lassen, finde ich total cool. Ne? Da kann man dann zum Beispiel einfach sein Logo drauf machen oder vielleicht die Lieblingsmarke von seinem Whisky halt draufdrucken lassen oder sonst irgendwas. Finde ich total cool. Den Shop von der Holly habe ich euch auf jeden Fall unten mit verlinkt. Könnt ihr einfach mal draufklicken und mal schauen. Dann benutze ich gerne noch diese Gläser hier ab und zu. Das ist so ein, das nennt sich glaube ich Bugatti-Glas. Das ist so ein langstieliges. Es gibt noch so andere Gläser, die halt nennen sich Destillatglas. Die kann man auch schon mal nehmen. Aber ich finde das hier noch ein bisschen cooler, weil es halt hier oben ein bisschen auch ähnlich wie das Glenkern relativ schmal zugeht und man da noch ein bisschen schön was draus riechen kann. So, dann habe ich mir gedacht, was brauche ich denn als Whisky-Freak auf jeden Fall? Und dann habe ich gesehen, ist wirklich wichtig, dieses Buch hier. Wenn ihr jemand eine Freude machen wollt, der im Thema Whisky unterwegs ist, dann schenkt ihm einfach dieses Malt Whisky Jahrbuch. Da stehen alle Brennereien drin, da stehen alle Infos zu den Brennereien drin, die aktuellen Infos, da steht drin, wie viel die Brennerei brennt, welche Whiskys die herstellen, was die für Whiskys aktuell im Portfolio haben, Infos über die Brennereien an sich, da stehen auch deutsche Brennereien drin, also alles mögliche, was man so wissen muss, findet man in diesem Buch. Das ist quasi das ultimative Handbuch für jeden Whisky-Fan und wer das noch nicht hat oder vielleicht noch braucht und verschenken will, das kann man jetzt tun, das ist das Aktuellste, was man kriegen kann. Preislich liegen wir hier so also bei, ich glaube 19 Euro kostet mittlerweile, habe ich euch auch unten verlinkt, könnt ihr mal reinschauen. Ja, dann als nächstes, das ist halt das, was ich immer benutze. Viele schreiben sich ja immer Notizen auf. Ne? Ich benutze immer so ein Extra-Buch, weil ich brauche das so manuell. Wisst ihr, guck mal, also ich kann damit nicht so viel anfangen, wenn da so die Notizdinger vorgeschrieben sind. Aber es gibt ganz tolle Tasting-Books, wo man seine Tasting-Notes reinschreiben kann, wo man seine Erfahrungen mit dem Whisky reinschreiben kann, wo man alle wichtigen Informationen dazu aufschreiben kann, Seite für Seite. Da gibt es echt ein paar coole Sachen bei, die habe ich euch auch unten verlinkt. Wie gesagt, preislich liegen die auch immer alle zwischen 5 und 10 Euro, das ist also nicht teuer und das kann man auf jeden Fall super cool jemanden schenken, der halt gerne Whisky trinkt und auch gerne beim Tastings zum Beispiel teilnimmt. So, und für den High-End-Kollegen zu Hause, der eh schon alles hat, habe ich sowas noch. Das habe ich mir auch mal machen lassen, das ist aus einer Original-Whisky-Fass-Daube. Also das war mal ein Whisky-Fass. Und dann ich weiß gar nicht, von wem ich das habe. Ach ja, das habe ich von Faszination. Der kommt, glaube ich, aus Rüdenau. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ob der das noch macht. Das bieten aber ganz viele online an. Ich packe euch mal unten da, glaube ich, in den Links mal welche rein. Dann könnt ihr mal schauen. Auf jeden Fall, da sind quasi hier so Löcher gebohrt. Und dann kann ich da super mal... Ah ne, das passt leider nicht. Das ist zu groß dafür. So, da kann ich aber dann super meine Gläser reinstellen. Ne? Und hab dann so ein cooles Tasting-Brett, wo ich dann quasi meine Whiskys von verkosten kann. Hier habe ich jetzt nur drei drauf. Gibt natürlich auch diese Dauben mit wesentlich mehr gebohrten Löchern, beziehungsweise, ja, mit das, dass ich da vielleicht 6 oder 7 oder 8 oder 9 hinstellen kann. Die gibt es in noch länger, in noch breiter. Also da gibt es viele Optionen. Auf jeden Fall, das finde ich auf jeden Fall ist eine coole Sache. Das ist auch, auch was, worüber sich, glaube ich, jeder freuen würde, der mit Whisky zu tun hat. Ja,
Und das war eigentlich schon. Wovon ich immer die Finger lassen würde, sind Whiskysteine. Die braucht kein Mensch. Die kannst du eher dafür nehmen, wenn du zum Beispiel im Sommer einen Longdrink hast und willst den kühlen, aber nicht verwässern. Dann kann man die Whiskysteine dafür nehmen. Aber generell für Whisky, ich weiß es nicht. Also in Deutschland gibt es, glaube ich, nicht viele Leute, die ihren Whisky wirklich so auf Eis trinken. Kann natürlich auch nur eine falsche Vermutung sein, aber für mich sind Whiskysteine ein Produkt, was die Welt nicht braucht. Muss man nicht zwingend kaufen. Ich würde mich immer über ein schönes Glas freuen oder halt über Sachen, die ich auch wirklich gebrauchen kann. Ne? Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne euer Feedback wieder in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video, wenn es wieder Weihnachtsgeschenke im Thema Whisky gibt. Euer Fred Linus.z.